Hallo, heute stelle ich euch die App Mobile Pocket vor. Kann kostenlos heruntergeladen werden. Und was kann Mobile Pocket? Ich denke, viele von euch kennen es, man sammelt immer mehr Karten, sei es von Clubmitgliedschaften, Rabattkarten oder dergleichen, die irgendwann im eigenen Geldbeutel keinen Platz mehr haben. Und genau hier schafft Mobile Pocket Abhilfe. Heißt, ihr könnt die Karten auf euer Smartphone packen, indem ihr sie digitalisiert. Und habt dann so alle Karten dabei, aber müsst sie nicht mehr in euren Geldbeutel tun. Wenn wir die App öffnen, kommen wir hier ins Übersichtsmenü und haben zum einen die Möglichkeit, direkt auf unseren eingespeicherten Karten zuzugreifen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal drei Karten von mir eingelesen. Einmal eine Payback-Karte, einmal meine ADAC-Club-Mitgliedschaft und eine Lewis-Card, also von einem Motorradladen. Wenn ich jetzt beispielsweise beim Tanken bei der Aral war und ich möchte dann mit meiner Payback-Karte, die ich sonst mal vorlegen musste, Punkte sammeln, reicht es in diesem Fall auf, wenn ich auf die Karte tippe und ich sehe dann jetzt hier den eingescannten Strichcode, sprich der Kassierer muss dann einfach das Ganze abkassieren, indem er mein Smartphone abscannt und hat dann so meine aktuelle Punktkarte. Über den Stift habe ich die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu bearbeiten. Ich kann, wenn ich möchte, noch Notizen hinterlegen oder auch noch eine Kartennummer. In diesem Fall ist aber der Strichcode komplett ausreichend, habe ich gestern sowas ausprobiert. Und hat wirklich einwandfrei funktioniert, auch wenn der Kassierer erstmal ein bisschen stutzig war, weil er das so noch nie erlebt hatte. Bei der RC-Karte ist es zum Beispiel so, hier gibt es keinen Strichcode auf der Karte, heißt hier speichere ich dann einfach meine Kartennummer bzw. Mitgliedsnummer ein, sodass dann im Fall der Fälle, wenn ich mal eine Panne haben sollte, ich einfach hier aus der App das vorzeigen kann und das auch völlig ausreicht. Möchte ich eine neue Karte hinzufügen, klicke ich hier unten auf das Plus-Symbol und kann am Anfang über die Weltkarte auswählen, in welchem Land ich mich befinde, beziehungsweise was für Länder für mich interessant sind. Sprich, wenn ich ab und zu vielleicht auch in Großbritannien bin und hier irgendeinen Kartenanbieter nutze, macht es durchaus auch Sinn, hier noch einen Haken zu setzen. Hier werden mir jetzt alphabetisch sortiert die einzelnen Karten angezeigt, die es gibt. Sprich, das geht von der BayWa-Card bis hin zum Centro-Card. Ich kann auch über die Suchenfunktion direkt nach einer Karte suchen. Wenn wir es in meinem Fall wie vorher beispielsweise Payback eingeben, dann werden mir hier die verschiedenen angezeigt, werden sogar von mehreren Anbietern unterstützt, sprich es gibt da eine Aral-Edition, ich habe jetzt die ganz klassische, kann die hier dann auswählen und wenn ich sie dann hinzufügen will, dann scanne ich hier einfach meinen Strichcode ein und dann werden alle Daten auf die Karte hinzugefügt. Was mache ich jetzt, wenn die Karte in dieser Mediathek nicht vorhanden ist? Das ist auch kein Problem, dann scrolle ich ganz nach unten und tippe auf andere Karten. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, manuell eine Karte hinzuzufügen. Ich scanne auch hier aus den Strichcode ein. Und kann dann danach das Ganze noch bearbeiten. Das zeige ich euch bei meiner Lewis-Card. Die war jetzt im Register nicht vorhanden, aber man sieht, es sieht wirklich so aus, als wenn sie da gewesen wäre. Sprich, ich konnte das schön einscannen, dann wurde erstmal der Strichcode gespeichert. Und wenn ich jetzt auf Bearbeiten tippe, hatte ich im nächsten Schritt die Möglichkeit, über die Fotofunktion die Karte zu fotografieren und die dann schön der Größe anzupassen. Und habe dann beispielsweise noch die Kartennummer manuell eingegeben. Die Barcode-Nummer, die wird automatisch übernommen, eben durch den Barcode. Und meine Kartennummer habe ich einfach manuell nochmal eingetippt. Was kann ich noch machen? Ich habe hier unten über die Stiftfunktion die Möglichkeit, einzelne Karten zu löschen, wenn ich sage, ich brauche sie nicht mehr. Kann über die Suchenfunktion, wenn ich eine große Anzahl an Karten habe, meine einzelnen Karten durchsuchen. Und habe ganz rechts unten die Möglichkeit, auch noch über die drei Punkte in Facebook, Twitter oder E-Mail das Ganze zu teilen. Oder kann mir das hier nochmal neu sortieren lassen. Neben Karten bietet die App aber noch mehr an. Ich kann hier oben zu den Coupons wechseln. Hier werden mir aktuelle Coupons von diversen Anbietern angezeigt. Sprich, wenn ich ein bisschen sparen will, kann ich hier auch mal zurückgreifen. Kann mir am ersten Fenster die beliebtesten anzeigen lassen. Kann aber auch im Umfeld tippen. Und dann wird mir alles angezeigt, was sich in meiner Nähe so befindet. Oder kann auch ganz manuell hindurchsuchen, indem ich mir das Ganze nach Kategorien sortieren lasse. Und beispielsweise sage, für Essen interessiere ich mich, dann tippe ich einfach darauf. Und dann werden mir verschiedene Gutscheine, Coupons angezeigt zum Thema Essen. Der nächste Punkt, den wir noch haben, ist die Merkliste. Hier kann ich selber, wie beispielsweise vorgeschlagen wird, Angebote von Händlern hinzufügen und dergleichen, um einfach in Sachen Schnäppchen komplett up-to-date zu sein. Im Newsflash werden mir News angezeigt, welche zur Verfügung stehen. Und unter den Einstellungen habe ich neben Mitteilungen, Ein- und Ausschalten und den AGBs und den Informationen auch noch die Möglichkeit, den Card Sync zu aktivieren. Das funktioniert, wenn man sich kostenlos einen Account kauft. Heißt, die ganzen Karten werden dann auf dem Server gespeichert und sollte ich die App mal löschen oder mein Smartphone wechseln, muss ich nicht alle Karten neu einscannen, sondern logge mich dann einfach mit meinen Benutzerdaten ein und kann dann so
auf alles wieder zugreifen. Alles in allem kann ich Mobile Pocket wirklich nur absolut empfehlen. Habe es, wie gesagt, gestern schon mal einmal selber ausprobiert bei Payback. Und in meinem Fall sind es jetzt bis jetzt nur 3 Karten, da ich noch nicht mehr eingescannt habe. Aber es macht euren Geldbeutel einfach viel, viel leichter und dünner. Sprich, ihr könnt die Karten zu Hause lassen, scannt die einmal hier ein. Smartphone hat jeder dabei und kann dann so, sei es bei der Tankstelle, beim Bäcker oder in der Apotheke, je nachdem, was man für eine Mitgliedschaftskarte da hat, ganz einfach seine Karte zu Hause lassen, packt sein Smartphone aus und kann hierüber den Barcode abscannen lassen. Von mir wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ladet euch die App einfach mal herunter und probiert sie aus. So viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.